So, für heute das Arbeiten beendet und jetzt mache ich mich unter auf in die Küche und werde ein bisschen was köcheln, weil ich bekomme jetzt dann nachher Besuch und ich weiß nicht, wir haben darüber nicht gesprochen, ob die vorher was essen oder ob die nichts essen oder ob die dann Hunger haben oder ob die was essen gehen wollen. Ich habe keine Ahnung. Ich werde so Hähnchenteile als mit Reis machen und so mit Biryani-Gewürz, also so ein Masala. Ein bisschen pakistanisch, da habe ich nämlich schön was da. Hat nämlich den Vorteil, dass wenn sie was essen, können sie was essen. Wenn sie es nicht wollen, das kann man auch die nächsten 3 Tage noch essen. Da geht dann nichts kaputt. So, ja, wie gesagt, Arbeit ist erledigt. Ab in die Küche. Du her. Eigentlich habe ich Ihnen ja gesagt, Sie sollen Sonne mitbringen. Es sind noch 60 Kilometer, die Sie vor sich haben und Regen. Ich glaube, da haben Sie nicht richtig zugehört. Nein. Was spontane Idee. Komm rein. Sorry, ist eng hier. Muss man Schichtarbeit machen. Guten Tag, guten Tag, Grüß guten dich, Tag. Ja. Alles fit? Aber sicher. Habt ihr das erste Mal hier gefunden? Ja, du bist ja ganz nah. Ja, hallo, ja, hallo, ja, hallo. Ja. Oh mein Gott. Ja. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Oh. Am gestrigen Guten Abend haben wir ja noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit gemacht. Aber heute nehmen wir die Kamera mit. Da sieht er von den zwei auch was. So, das reicht. So, wir machen uns auf Richtung Chiemsee. Und dann werden wir wahrscheinlich Kampenwandbahn fahren. Aber vorher erstmal eben so Richtung Chiemsee runter und unterwegs noch kurz zur Bank. Hast du dir die falsche Seite ausgesucht? Warum? Ja, andersrum hättest du Richtung Tal geguckt. Ja, du kannst dich ja umdrehen. Ist doch alles gut. Bist du so gelenkig, hä? Ja. Angeber! Zimmer oben. Es war jetzt auch ein echt anstrengender Aufmarsch. Ich wäre ja schon längst oben, ich wollte rauf joggen, aber Till hat gesagt, ich muss langsam machen, weil er kommt nicht hinterher. Ist das nicht gewohnt? Ja, er kennt ja nur Laufen auf der Geraden. Bei denen da im flachen Norden. Was denn? Dank einer Oberammergauer Schriftstellerin hat die Angie ja einen echten Hang zum Flözingerbräu. Flözinger, Bad und Sanitär. Angie hat gerade ihre erste Kuh gesehen in live. Voll cool.
Das ist nicht wahr. Was ist denn da? Was ist denn das? Till, wie schaut's aus? Krass. Müssen wir mal gucken, wie hoch das da raufkommt? Ganz ohne. Logisch. Hochkommt würde ich wahrscheinlich relativ weit, aber ich würde ziemlich schnell wieder. Ich würde ziemlich schnell wieder runterkommen. Runter kommen sie alle. Abstand halten. Das ist auch der Grund, warum wir mal vorgehen und Till, das Rindviech, mit großen Abstands hinterherlaufen muss. Hat es auch vibriert? Ja. Ich bin ja gegen Foodporn, deswegen habe ich es erst vernichtet. Ja, kurze Pause, damit der Alltagsvlog seine Bandscheiben wiederfindet. Wenn er sie gefunden hat, geht's weiter. Sitzend auf dieser Bank mit einem Bier oder einem Schnaps. Im besten Fall mit beidem. Mit einem Korn, oder? Nee, mit einem Obstler. Mit so einem richtig schönen, oh, so einem Willi. Voll schön. Das hat was. So. Alternativ geht auch ein Glas Wein. Geht schon wieder in die andere Richtung der Tour. Jetzt sieht man hier gerade das Wegchen, was wir da hochgehen. Da hinten so. Das ist also nichts Bergsteigen, sondern hier ist alles ganz kommod. Kann man mit dem Fahrrad fahren, kann man mit dem Rutschauto fahren. So Bobbycar für den Till haben wir jetzt aber vorne stehen lassen, dabei, weil er gehen wollte. So, jetzt waren wir da noch schnell unten. Aber Till wollte noch schnell Bagger sehen. Und jetzt gehen wir wieder auf den richtigen Weg. Ist ja nicht so, als hätten wir uns verlaufen. Natürlich nicht. So, auf dem Rückweg gehen wir jetzt nicht direkt zur Bergstation, sondern machen noch den kleinen Umweg über die Möslarnalm. Nicht zuletzt, weil einer von uns noch Pipi muss. Ich bin's nicht. Ich filme gerade nur in 1080p, nicht in 4K. Ich hoffe, ich kann das so nah ranzoomen, dass man sieht, was der mir gerade für einen Finger gezeigt hat, der ungehobelte Kerl. Das ist eine Kombi. Ich hab eine halbe Milch. Ja. Eine Milch und einen schönen Obstler. Ich bin sehr glücklich. Ein Berggedeck. Beim Alltagsvlog habt ihr es zuerst gesehen. Ja, wir mussten noch mal kurz einkehren. Und ja, jetzt gibt's noch Milch. Es gibt Milch und Schnaps. Die beiden wieder. Schnapsnasen unterwegs. Ja, unschuldig. Sowohl. Sowohl. Wahrscheinlich habe ich nicht drauf. Egal. Du hast es, oder? Ich filme ja auch mit Actioncam. Du musst es höher machen. Mit Milchrad. So, irgendwann ist auch der größte Spaß wieder frei. Na Gott sei Dank. Jetzt geht's wieder
ab nach unten ins Tal. Bitte lassen Sie die Masken haben. Heute unterwegs mit Alltagsvlog, einem berühmten Vlogger aus Ampfing in Bayern. Hallo, Herr Alltagsvlog. Kann man das hören? Das sieht so ja, das sieht schön aus. Das ist so ein Entenschnabel, die Maske. Ja. Traunsteine. Home sweet home. Jo, wir haben es geschafft. So, war auch eine fürchterlich lange Geburt. Ja, das geht aber mit dem Moped schneller, Leute, das sage ich euch. Das geht mit dem Moped schneller. So, Sternick zum Gasthof Stäuber. Bisschen im Biergarten sitzen. Stehen, ich habe zwei Portionen gegessen. Also nicht, weil die Portion so mickrig war, sondern weil es so lecker war und ich so einen Schweinehunger hatte, habe ich zwei Portionen gegessen. Das hat er jetzt gleich verraten müssen, weil er gewusst hat, dass sonst von mir jetzt ein blöder Spruch gekommen wäre. Aber er ist nicht einzig und allein schuld. Nach einem Cordon Bleu mit allen drum und dran. Bitte filmen Sie mich nicht. Gehen Sie einfach weiter, ich möchte das nicht. Hat Angie sich noch eine Riesenportion Kotelett mit Bratkartoffeln geordert? Weil ich gedacht habe, es wäre was Kleines. Da stand 5,50 Euro. Ich dachte, das wäre nur was Kleines. Nein, es war so ein Kotelett. Und ich bin jetzt auch echt sehr, sehr satt. Ja, ein paar von den Bratkartoffeln mussten zurückgehen. Mit den legendären Worten so, nö. Ich hab's nicht mehr ganz geschafft. Das war echt... So, ab nach Hause, heute müde.